Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Tutorial-Serie. Ich zeige euch in dieser Serie etwas über den Raspberry Pi. Das ist dieses kleine Gerätchen hier. Der Raspberry Pi, falls ihr den noch nicht kennt, ist ein Experimentiercomputer, der vor allem von Studenten und Schülern verwendet wird, um Experimente zu machen, die man mit normalen, sage ich jetzt mal, Computern nicht machen könnte. Das kann man deswegen machen, weil diese Experimentierplatine praktisch sehr klein ist und auch sehr billig. Also es gibt zwei Varianten davon. Ich habe hier die B-Variante, es gibt aber auch noch eine A-Variante, die etwas weniger Strom verbraucht und auch billiger ist. Die A-Variante kostet auf rscomponents.com, glaube ich, ca. 28 Euro, aber mit SD-Karte, und die B-Version, die ich hier habe, ca. 35 Euro. Das ist praktisch nichts für einen echten Computer, mehr oder weniger. Also dieses Teil, wenn ihr vielleicht den Arduino kennt, der hat ja nur ein sehr sporadisches Betriebssystem und kann nur unter Anführungszeichen Befehle vom Computer aufnehmen und die dann verarbeiten. Aber der Raspberry Pi, der ist wirklich ein kompletter Computer. Man speichert das Betriebssystem hier auf so eine Speicherkarte rauf, das ist eine ganz normale 4 GB Speicherkarte, steckt ihr dann da rein, hier, und dann kann man praktisch wie auf einem ganz normalen Computer, natürlich mit ein paar Einschränkungen, aber praktisch genauso arbeiten. Ja, jetzt habe ich gerade gesagt Einschränkungen, damit meine ich natürlich von den Systemspezifikationen her, die wären wie folgt. Nämlich ist der Raspberry Pi circa so groß wie eine Kreditkarte, nämlich 85 x 54 x 17 mm. Das ist wirklich ziemlich klein. RAM hat das Ganze in der A-Version 256 MB und in der B-Version 512. Denkt man sich jetzt vielleicht als so Otto-Normalverbraucher, ja, das ist ja sehr wenig, da kann man ja nichts damit anfangen, aber man hat auf diesem kleinen Ding natürlich keine. Also das ist logischerweise kein High-End-Gamer-PC oder so, auf dem man dann irgendwelche Spiele spielt oder so. Da geht es nur darum, wirklich programmieren und experimentieren zu können. Ja, deswegen eben nur so wenig unter Anführungszeichen RAM. USB-Ports sehen wir hier. Gibt es bei der B-Version 2 und bei der A-Version nur einen. Daneben ist gleich der LAN-Port. Der ist auch nur bei der B-Version vorhanden, das ist ein 10-100 Mbit Anschluss, sage ich jetzt mal. Der ist eben bei der A-Version nicht vorhanden und Strom verbraucht das Ganze. Das wird hier über den Mini-USB praktisch mit Strom versorgt. Über ein Adapterkabel, ein Netzteil, das man auch mitbestellen kann. Das kostet 5 Euro oder so. Das Ganze braucht 5 Volt und in der A-Version 500 mA und in der B-Version 700 mA. Man sollte, also es ist zwar dieser Stecker, ein ganz normaler Micro-USB Typ B, der auch für ziemlich viele Handys verwendet wird. Man sollte aber nicht das Handy-Aufladekabel verwenden dafür, weil das einfach nicht genug Ampere liefert. Da gibt es dann, wie schon gesagt, dieses schöne Ladekabel, was man mitbekommt, das liefert dann, steht bestimmt irgendwo, bis zu 1200 mA, steht dann da unten, kann man wahrscheinlich nicht lesen, ist aber auch wurscht. Es liefert auf jeden Fall mehr als ein Standard-Handykabel und ebenso viel wie der Pi benötigt. Wenn man ein Handykabel in den Pi ansteckt, in den meisten Fällen wird einfach passieren, dass der Pi nicht startet oder gleich wieder abstürzt, und ja, man macht zwar nichts kaputt, aber es wird nicht funktionieren. Ja, die restlichen Anschlüsse kann ich vielleicht noch erklären. Es gibt da noch eine Audiobuchse für einen ganz normalen Klinkenstecker, einen analogen Video, ein analoges Videosignal. Da kann man diese berühmten rot, weiß und gelben Stecker anstecken, an dem Fernseher zum Beispiel. Dann gibt es da drüben noch ein HDMI-Kabel für den normalen, sage ich jetzt mal, Fernseher. Und hier sieht man direkt auf der Platine zwei Extension Board
Adapter, da kann man zum Beispiel Kameraboards oder einfach Extensionboards anstecken. Und das hier, dieser Stiftkamm, sind die GPIO-Pins, die sogenannten. Damit kann man praktisch, da gibt es dann solche Flachbandkabel, solche, die kann man da draufstecken, so, wenn ich es zusammenbekomme, so, und dann kann man praktisch seine eigenen Schaltungen, seine eigenen elektronischen Schaltungen damit verbinden, mehr oder weniger, und dann auch vom Betriebssystem her kontrollieren. Also man kann praktisch Programme schreiben, die mit einer Schaltung sich verbinden, so wie beim Arduino, nur dass eben da wirklich ein Betriebssystem drunter liegt. Ja, das war's, denke ich mal, von den Anschlüssen her. Ja, da gibt es eben noch den SD-Karten-Slot unten für das Betrieb, für die SD-Karte mit dem Betriebssystem. Und wir haben hier noch ein paar Indikator-LEDs. Vielleicht kann ich das zum Fokussieren bringen. Ja. Eher weniger. Ah, jetzt. Die erste von rechts beginnend ist die Action, also ob er gerade was auf die SD-Karte schreibt, beziehungsweise etwas davon liest. Die links daneben ist die Power, also ob er überhaupt Strom bekommt. Und da hat man dann, die erste ist, ob gerade Daten übers Netzwerk übertragen werden. Die zweite ist Link, also ob ein Link besteht mit dem LAN-Adapter. Und ob die 100 Mbit-Verbindung aktiv ist, das sind diese letzten drei Lämpchen hier. Wenn die blinken, hat man ein Netzwerk. Mehr braucht man darüber nicht wissen. Praktisch. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, wir stecken hier das Netzteil mal an und schauen, was passiert, wenn wir das jetzt einfach so an den Mini-USB anstecken, an den Micro-USB. Wie immer verkehrt. Ich kann das Kabel nicht richtig reingeben. So. Jetzt sehen wir hier, dass unsere Power-LED rot leuchtet. Ist wieder unscharf, aber wurscht. Also unsere Power-LED leuchtet immer, aber sonst passiert gar nichts. Also es wird nichts geschrieben, nichts gelesen. Wir haben logischerweise auch keinen Network-Link. Damit wir das ändern, ist eben diese Speicherkarte hier da. Wenn wir da drauf schauen, steht da Raspberry Pi OS. Wenn es wieder fokussiert. Ja, jetzt. Oder auch nicht. Ich glaube, man hat es kurz gesehen, da steht auf jeden Fall Raspberry Pi OS drauf. Das ist eine ganz normale 4 GB Speicherkarte. Man muss nur auf die Größen achten. Es gibt zum Beispiel auch diese Speicherkarten hier. Die wären zwar auch 4 GB, aber sind zu klein für den Pi. Also, wenn man eine Speicherkarte mit dem Pi mitbestellt, ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, es gibt, also wenn ihr noch solche Speicherkarten herumliegen habt, dann kann man die natürlich auch verwenden. Also ich werde, das Betriebssystem, was da rennt, ist Linux. Das ist ein freies und gratis Betriebssystem. Das kann praktisch jeder Mensch einfach herunterladen und damit tun, was er nur möchte. Ich werde euch dann auch noch zeigen, wie man das praktisch auf die SD-Karte bekommt. Es gibt von RS kann man eine vorinstallierte Speicherkarte schon bekommen. Ja, das kann man eben machen, aber es ist natürlich besser, wenn man es mal selber gemacht hat, weil es gibt viele verschiedene Distributionen praktisch, also verschiedene Betriebssysteme, die man auf dem Pi spielen kann, und die möchte man dann natürlich alle ausprobieren. Ja, ich werde jetzt mal einfach. Also wir sehen eben schon, es passiert nichts. Jetzt werde ich das Netzteil einfach mal wieder rausziehen und hier in den Speicherkartenslot jetzt einfach die Speicherkarte reingeben und das Ganze wieder an den Strom anstöpseln, und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Es leuchtet wieder unsere Powerlampe, aber auch noch eine zweite. Ich will jetzt momentan nicht, aber sie hat am Start geleuchtet. Jetzt sieht man es gerade wieder. Es fokussiert leider wieder wie immer nicht. Ah, komm schon. Ah, komm schon. Jetzt. Ah, halbwegs. Diese Action-Lampe hier blinkt immer so kurz. Das bedeutet praktisch, oder daran sehen wir praktisch, dass das System jetzt gebootet hat, beziehungsweise gerade am Booten ist.
Wir sehen natürlich noch keinen Output irgendwo, weil das Ding hat natürlich kein Display irgendwo eingebaut oder so. Aber wie man dann den HDMI bzw. Composite-Ausgang verwendet, dass man wirklich ein Signal bekommt, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit, oder hoffentlich noch in der Zukunft viel Spaß mit dem Raspberry Pi. Ich hoffe, ihr kauft euch einen, das ist wirklich eine super Investition. Also wenn man auf jeden Fall interessiert ist daran, dass man etwas experimentiert, dann ist das auf jeden Fall eine super Anschaffung. Und ich sag mal, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall in der ersten Folge. Und schaut auf jeden Fall das nächste Mal wieder vorbei, weil dann zeige ich euch, wie es richtig losgeht. Tschüss!